Moin Moin, ich bin der Vince und ich möchte euch in meinem zweiten Eve-Tutorial eine Möglichkeit an die Hand geben, um als blutiger Anfänger sofort mit wirklich Spaß Geld in Eve zu verdienen. Nicht unbedingt große Berge an Geld. Das variiert so ein bisschen, mal ist es wirklich viel, mal ist es wirklich wenig. Aber ihr habt zumindest Spaß dabei und das ist bei vielen anderen Einstiegsmöglichkeiten, die Eve euch so von sich aus an die Hand gibt, nicht gegeben. Ich nehme mal Mining als Beispiel, weil ich das absolut hasse in Eve. Ihr fangt mit einer Venture an und ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, ihr könnt als Alpha auch nur die Venture fliegen. Das heißt, wenn wir hier mal kurz gucken, ihr habt nur die Venture als Mining-Fregatte und alles Größere, was ihr fliegen wollt, braucht ihr Omega für. Und außerdem werden die Schiffe ziemlich schnell teuer und ihr braucht ultra viele Skills. Wenn wir hier mal in den Skillbaum reingucken, fürs Mining, Resource Processing. Das meiste ist gelb, ihr könnt also nichts benutzen. Ihr braucht Mining Level 4, das dauert ewig. Mining Upgrades dauert auch ewig. Savaging braucht ihr für meine Art auch gleich. Aber wie gesagt, die ganzen anderen Sachen sind hier alle gelb. Ihr könnt euch also nicht spezialisieren. Das ist bei vielen anderen Sachen auch so, wenn ihr kämpfen wollt oder so. Ihr braucht ein großes Schiff, das kostet jede Menge Geld. Ihr seid wochenlang dran, nur um euer Equipment bezahlen zu können, was ihr eigentlich braucht, um vernünftiges Geld zu verdienen. Ich möchte euch gerne eine Möglichkeit an die Hand geben, wie ihr das alles nicht braucht. Ihr braucht ein Schiff für 2 Millionen ISK ungefähr und Skills, die man in ein oder zwei Tagen lernen kann. Das ist alles. Was wir machen, ist, wir gehen in den Factional Warfare Lowsec, also da, wo viele Leute sich miteinander streiten, und klauen den Leuten ihr Loot. Genau das werden wir machen. Wie wir das Ganze machen, das erkläre ich euch jetzt wirklich Stück für Stück in kleinsten Details. Und wir fangen an mit den Schiffen, die wir dazu brauchen. Für alle Leute, die sich ihre Schiffe selber bauen können oder wollen, ihr könnt das Ganze skippen. Ich mache euch einen Timestamp unten rein, wo dieser ganze Bereich Fitting und Schiffsauswahl alles komplett wegfällt. Dann könnt ihr das selber machen, weil ich das extrem ausführlich für Anfänger erläutern werde, warum welches Schiff und so weiter. Und damit steigen wir jetzt ein. Gehen also wieder zurück in den Ship Tree und ihr werdet sehen, dass ich starte jetzt mit der Amar-Rasse, weil sie ganz oben links ist und weil es meine persönliche Rasse ist. Ich möchte aber hier in dem Video keinesfalls irgendeine Rasse als besser darstellen, weil ihr solltet eure Rasse auf anderen Grundlagen wählen. Das habe ich im letzten Tutorial schon erklärt, wie man das Ganze macht und was die Vor- und Nachteile von den einzelnen Rassen sind. Deswegen beruft euch da lieber auf das Video. Es geht hier nur um den einen spezifischen Zweck, anderen Leuten ihre Fracht zu klauen. Dafür ist die Magnate von Amar am besten und alle anderen Schiffe nicht ganz so gut. Aber auch die anderen Rassenfregatten könnt ihr benutzen. Eine Ausnahme, ich würde euch von dem Kaldari-Schiff abraten, weil die Heron sehr skillintensiv ist, was dieses Thema angeht. Also legen wir los. Unter diesen sechs Schiffen hier befindet sich die Magnate, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist das Amar-Schiff to go. Dann haben wir hier die Kaldari Heron. Ihr könnt sie benutzen, aber ihr werdet gleich sehen, dass das nicht ganz so vorteilhaft ist. Dann haben wir bei Galente die Imicus und die Minmatars kriegen die Probe. Damit sind dann alle im Rennen. Was wir jetzt machen, ist uns einmal die ganzen Fittings anzugucken. Die sind natürlich alle sehr ähnlich, das ist klar, weil wir haben ja den gleichen Zweck. Ne? Wir haben drei Salvager, wir haben ein sogenanntes Dual Prop Fitting, das heißt wir haben einen Afterburner und einen Micro Warp Drive. Können uns aussuchen, was wir aktivieren. So ein Adaptive Invulnerability Field, das sorgt dafür, wenn ich das aktiviere, dass unsere Schildresistenzen ein bisschen hochgehen. Aber wenn wir mit den Schiffen getackelt werden, also jemand einen Warp Scrambler oder einen Warp Disruptor auf uns aktiviert, sodass wir nicht mehr warpen können, sind wir sowieso tot. Erstens können wir uns nicht wehren. Zweitens haben wir keine Panzerung. Selbst wenn ich das Ding aktiviere, ist das hier lächerlich. Und in den Low Slots befinden sich Inertia Stabilizer, die dafür sorgen, dass unser Schiff schneller in den Warp kommt. So, gucken wir uns mal die Kaldari Heron an und dann sehen wir auch gleich das Problem. Ich habe diese Fittings hier alle mit meinem Hauptaccount erstellt und dann hier rüber gesendet an meinen Alpha-Account, der sehr wenig Skillpunkte hat, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, wenn ich gleich mit euch losfliege. Wir sehen hier, Power Grid reicht nicht aus. Das liegt daran, weil wir hier auch die drei Salvager haben. Wir haben das Invulnerability Field und das Dual Prop Fitting, was wir schon kennen. Zusätzlich noch diesen EM Ward Amplifier, der dafür sorgt, dass unser
unsere EM-Resistenz grundlegend schon mal höher ist. Und wir haben hier ein ECM. Das ECM ist genau das Problem. Ich habe das eingebaut, um den Slot zu füllen, weil viel bringen wird sowieso nicht. Ich kann euch empfehlen, das einfach wegzulassen. Diesen Slot also einfach freilassen. Ihr braucht dann einen Skill weniger und ihr kommt mit eurem Power Grid ganz gut aus. Und dann könnt ihr auch die Heron benutzen. Dann hat sie zwar einen freien Slot, aber gut, das ist dann eben so, ne? So, bei Galente haben wir die, wie gesagt, Emicus. Auch hier drei Salvager, das gleiche Zeug wie in der Heron. Einzige Besonderheit hier ist dieser Auxiliary Power Core, den wir brauchen, damit wir genug Power Grid haben, um das alles betreiben zu können. Wie gesagt, die Fittings sind darauf ausgelegt, günstig zu sein. Ich könnte das mit Sicherheit auch mit Faction oder Tech 2 Modulen hier alles ein bisschen modifizieren, also da oben nicht, aber hier, so dass ich vielleicht mit dem Power Core auskomme, aber meh, weiß man nicht, und das wäre dann auch sehr, sehr viel teurer. Dementsprechend, die Schiffe hier kosten alle so um die 2 Millionen, da kann man ganz gut mit arbeiten. Bei Minmatar haben wir dann entsprechend die Probe, auch hier genau das gleiche wie bei allen anderen Schiffen. Und nichts weiter Besonderes. Wie gesagt, ich empfehle euch, auf die Magnate zu gehen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr irgendeine andere Rasse seid. Ihr braucht lediglich Amar-Fregatte 1 zu trainieren. Der Skill dauert ungefähr 27 Minuten, glaube ich, oder so. Und ansonsten brauchen die Schiffe so gut wie alle Skills gleich. Ich kann euch das mal kurz hier vortragen, was ich hier an Skills ausgearbeitet habe. Also ihr braucht für alle Schiffe, egal welches davon ihr fliegt, die entsprechende Rassenfregatte auf Stufe 1, also Amar, Kaldari, Galente und so weiter. Afterburner auf 3, CPU-Management auf 1, High-Speed-Maneuvering auf 1, Hull-Upgrades auf 1, Mechanics auf 3, Navigation 3, Power-Grid-Management 3, Salvaging benötigt ihr 1. Ich empfehle euch aber ganz stark, das bis auf 3 hoch zu machen. Denn mit jedem Level steigt eure Chance, erfolgreich zu salvagen, um 100%. Science auf 1, Survey auf 3, Spaceship Command auf 1, Tactical Shield Manipulation auf 1. Ich kopiere euch den ganzen Kram unten rein, dann habt ihr da eine Übersicht und braucht nicht ständig im Video hin und her klicken. Zusätzlich für die Schiffe benötigt ihr für die Magnate nichts. Also die Magnate könnt ihr mit den Grundsachen fliegen. Für die Probe braucht ihr Shield Upgrade 1. Für die Heron braucht ihr Electronic Warfare 1, wenn ihr dieses ECM-Modul benutzen wollt und könnt, weil davon braucht ihr dann auch noch ein paar Power Grid Skills. Shield Upgrades 1, zusätzlich aber auch noch Power Grid Management 4, weil sonst hält die Heron das Power Grid auch so nicht aus. Wie gesagt, das ist das schlechteste Schiff von allen für unseren Zweck. Weil Power Grid Management 4 dauert dann doch schon ein paar Tage. Also da könnt ihr nicht mal eben mit ein bisschen Skillen hin, das könnt ihr vergessen. Capacitor Management 2 für die Emicus und Shield Upgrades 1. Und damit wären wir dann durch. Also eigentlich alles nicht so viel und relativ übersichtlich, was man hier so für Skills benötigt. So, ab jetzt sind wir dann praktisch dabei, mit unserem Schiff loszufliegen. Das heißt, ich mache mal das zu und hier haben wir wieder unsere Magnate. Ich bin jetzt schon im Low-Sec, aber ich kann euch mal kurz zeigen, wie ihr euer Ziel findet. Ihr nehmt euch einfach die Eve-Karte, zoomt ganz raus, dann geht ihr hier oben auf dieses kleine Zahnrad, geht auf Factional Warfare und All Militias. Und dann seht ihr die ganzen Kreise, alle, jedes System, was so ein Kreis enthält, ist ein sogenanntes FW-Space-System, also Factional Warfare Space. Das heißt, da gibt es besonders viele Spieler, die scharf sind auf PvP. Factional Warfare sind immer zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Und da kann man mit sogenannten Plexen dann Punkte verdienen und so weiter. Aber das ist nicht Thema des Tutorials. Wichtig für uns ist, wir wissen jetzt, wie wir diesen Space finden. Und dass dieser Space für uns besonders interessant ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da PvP-Spieler findet, einfach sehr hoch ist. Genau diese PvP-Spieler wollen wir ja beklauen. So, ich bin jetzt, wie ihr seht, hier schon mitten in so einem FW-Low-Sec-Gebiet. Und werde dann dementsprechend hier meine kleine Route setzen. Wir könnten eigentlich mal hier runter gehen, da war ich jetzt noch nicht.
Ich habe tatsächlich gerade schon mal versucht, das Video aufzunehmen und es war einfach komplett tote Hose. Problem ist, dass ich zwischen zwei Zeitzonen aufnehme sozusagen, weil ich stelle es hier mal wieder zurück auf Security Status, weil ich um jetzt gerade 2:30 aufnehme morgens. Das heißt, die Europäer sind alle im Bett und die Amis sind noch nicht richtig wach. Dementsprechend wenig ist hier los. Aber hier blinkt einiges im Local. Das heißt, wir sollten vielleicht diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Ich mache mal das Inventar wieder auf. Ihr seht hier in meinem Item-Hunger, das ist jetzt das, was hier auf der Station liegt. Das ist der Kram, den ich vorhin eingesammelt habe beim letzten Aufnahmeversuch. 1,5 Millionen ISK. Damit hätten wir zumindest das Schiff schon mal einigermaßen bezahlt gehabt. Aber das war mir viel zu wenig. Weil ich möchte euch ja im Video, ich mache das zwar jetzt live, also ich schneide das nicht oder so, aber ich möchte euch im Video eine einigermaßen realistische Repräsentation davon zeigen, was ihr verdient. Also was ihr verdienen könnt. Und das hier ist zwar realistisch, weil sonst wäre es ja nicht passiert, aber das ist das absolut unterste Ende. Also außer ihr lasst euch wirklich nur abknallen, dann macht ihr natürlich auch Minus. Aber das ist das unterste Ende der Fahnenstange, was man verdienen kann. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser läuft. Also, Schiff ist leer, Drone Bay ist leer. Fitting, wie wir gerade vorbereitet haben. Und ja, was braucht ihr sonst noch zum Vorbereiten? Dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Docken wir erstmal ab. So, ach, hier haben wir schon das erste Wrack. Das können wir jetzt natürlich nicht looten, weil hier Leute stehen. Und ich muss hier auch mal langsam weg, weil sonst bin ich gleich tot. Ja, und schnell zurück zur Station. Überlebe ich das? Nein. Gut. Dann nach Hause bitte. Ja, haben sie schon erledigt. Okay, brauche ich nicht mehr reinschreiben. Ja, wie gesagt, das war jetzt mein Fehler, weil ich einfach nicht weggeworbt bin, sondern ich bin halt aus der Station rausgeflogen und habe euch zu viel erzählt und zu lange da rumgewartet und rumgesessen. Das sind Sachen, die ihr über Zeit dann lernt. Macht aber nichts. Ich springe jetzt einfach eine Station weiter und da steht die nächste Magnate und wartet auf mich. Ja, Kill Report available, bla bla blub. Kein Problem. Jetzt habe ich hier den 2 Stunden. Ich habe vorhin in der Aufnahme schon mal einen Magnate verloren. Der Typ war sogar ganz cool. Der hat mir einfach 1 Million zurücküberwiesen. Von sich aus. Also, ich habe nicht weiter mit dem geschrieben oder so. War ein ganz netter Dude. Ich habe ihm dann nach der Aufnahme geschrieben, habe mich kurz dafür bedankt, dass er mir da noch Kohlen geschickt hat und so. Aber gut. Zurück zum Thema. Jetzt können wir das wenigstens in Ruhe mit der Overview klären, weil wir jetzt im HiSec sind. Ich habe den Directional Scanner, den findet ihr hier unten rechts. Also wenn ihr hier auf die Scanner klickt und dann rechts, der öffnet sich standardmäßig in dieser Solar System Map. Also die öffnet sich mit, wenn ihr auf Directional Scanner klickt. Und Moment, kurz hier die richtige Station, da müssen wir hin. Und dann könnt ihr einfach, wie gesagt, dieses Fenster ist dann praktisch hier drin. Und dann klickt ihr einfach hier oben auf dieses Symbol und dann ploppt das raus. Dann könnt ihr das euch hier einzeln irgendwo hinziehen, wo ihr das haben wollt. Ich rate euch, eure Fenster so anzuordnen, wie euch das am besten gefällt. Weil ihr müsst damit fliegen und nicht ich. Ihr könnt natürlich hier mein Design kopieren, wenn ihr damit gut klarkommt. Wenn nicht, dann empfehle ich euch, euer eigenes zu gestalten. Jedenfalls haben wir dann erstmal den Directional Scanner hier oben. Was ihr auch braucht, ist dieses People und Places Fenster mit dem Tab Places offen. Und naja, euer Inventar braucht ihr nicht unbedingt, aber ich habe es immer ganz gerne da. So, hier springen wir jetzt hier in die nächste Magnate rein. Make Active. Geht noch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt aber. So, ganz wichtig natürlich, sofort Rechtsklick, Versicherung. Jawohl. Zack. Auch hier haben wir natürlich das gleiche Fitting.
Schwupp. Ach so, genau, hier war ja alles deaktiviert. Das hatte ich gerade schon festgestellt, wo ich die andere Magnate aktiviert habe, dass wir... Zum Glück habe ich ein paar auf Vorrat geholt. Ich hatte erst überlegt, weil ich eigentlich die ganze Zeit noch keine verloren habe. Aber jetzt bin ich natürlich am Quatschen und dementsprechend unkonzentriert. Dann passiert sowas schon mal. Das war halt einfach ein Doofheitstod jetzt gerade. Das davor übrigens nicht. Der Typ war ziemlich gut und hat mich relativ schnell aufgeschaltet. Auch das hätte ich vermeiden können, aber das habe ich bewusst zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht, weil ich euch eigentlich was erklären wollte. So, dann sortiere ich mir hier immer meinen Kram hier unten erstmal schön, so wie ich den haben möchte. Zack, das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr lustig seid. Die Hotkeys könnt ihr auch anders belegen. Und der nächste Sprung geht wieder in Lowsec. Dann ist noch eine Sache wichtig, ihr müsst hier diesen Punkt auf Partial Safety, also auf Gelb einstellen. Der steht standardmäßig auf Grün, das müsst ihr auch nochmal bestätigen. Ich stelle das mal um auf Grün, so. Also wenn ihr hier draufklickt, dann stellt ihr auf Gelb und dann hier auf Confirm. Und weil wir wollen ja schließlich von anderen Leuten klauen, das heißt, wir sind auch kriminell. Und dementsprechend brauchen wir das Ganze in Gelb. So, wenn ihr hier solche Hintergründe für Spielerschiffe haben wollt, dann müsst ihr hier auf Overview klicken, Open Overview Settings, Appearance und hier könnt ihr dann unter Background auswählen, Hintergrund, ja, nein, vielleicht. Den Directional Scan stellt ihr am besten auf volle Range und vollen Winkel am Anfang. Und wie man damit genauer umgeht, das erkläre ich euch dann gleich nochmal kurz. Erstmal springen wir jetzt zurück in den Lowsec. In der Hoffnung, dass wir, dass ich diesmal das schaffe, uns ein bisschen länger am Leben zu halten hier. So, ich drücke also erstmal direkt auf meinen Directional Scan Knopf und sehe hier alles Piti, Pitium und so weiter, jede Menge Wracks. Das Ganze könnt ihr übrigens hier über eure Overview Settings regeln, die findet ihr ebenfalls hier und dann bei den Tab Presets. Wenn ihr hier irgendwas ändert, könnt ihr das speichern und umbenennen und dann hat das einen neuen Namen. Also ihr überschreibt nicht das alte, da braucht ihr keine Sorgen zu machen. Sofern ihr dem einen neuen Namen gebt. Das Wichtigste ist erstmal zu lernen, dass ihr eine Minute Zeit habt, wenn ihr durch ein Gate kommt, solange ihr euch nicht bewegt, um euch hier zurechtzufinden und wohlzufühlen. Hier, das System überspringe ich jetzt mal direkt. Und spring mal eins weiter, weil hier ist mir ein bisschen zu viel los, um euch weiter was zu erklären. Wir haben ja sowieso 10 Jumps vor der Nase. Ich hoffe nur, dass wir diesmal auch was Sinnvolles finden. Das erste, wichtigste, was ihr nämlich lernen müsst, was andere Leute in Ewigkeiten Tutorials erklären, wir müssen das jetzt aber mal eben schnell hier über die Bühne bringen, ist Safe Spots zu erstellen und den D-Scan zu benutzen. Das ist ganz wichtig. Also den D-Scan könnt ihr auch als Taste belegen. Ihr seht hier, ich habe eine Leertaste. Also ich habe meine Leertaste belegt, deswegen hört sich das auch so an, wenn ich einen D-Scan drücke. Aber ihr könnt das belegen, wie ihr lustig seid, aber den braucht ihr ziemlich oft. So, jetzt haben wir hier erstmal nichts Interessantes. Aber wenn wir jetzt hier wieder auf die Scanner klicken und dann auf die Solar System Map, dann haben wir eine Übersicht von unserem System. Dieser grüne Ball ist praktisch unser D-Scan. Wenn ich den Winkel ändere, dann wird der Ball zu so einer Tröte. Und dann, wenn ich meine Kamera hier drehe, dann sehe ich, dass ich in irgendeine andere Richtung D-Scanne. Ne? Wunderbar. So, wenn ich jetzt hier den Ball und dann die Reichweite verändere, dann wird mein Ball kleiner. Aber was ich hier vor allem auch ganz gut machen kann, ist, ich kann irgendwas anwarpen. Zum Beispiel diese Station hier auf 100 Kilometer. Klick dann hier bei People and Places of that Location, schreibe hier einen Namen rein, warte, bis ich ziemlich nah hier am Zentrum bin von dem jeweiligen System, weil im Zentrum spawnen immer die meisten Sites. Ich meine, ich bin jetzt so leicht off, aber nur ganz leicht. Das ist jetzt hier in dem System ein bisschen scheiße, weil das so extrem groß ist. Hier bräuchte man ziemlich viele Safe Spots. Aber ich speichere jetzt ihn jetzt einfach mal hier. So, dann seht ihr hier so ein Ding aufploppen. Und ihr wisst ja, dass in Eve könnt ihr nur Sachen anwarpen. Also ihr könnt eine Station anwarpen oder ihr könnt ein Tor anwarpen. Oder ihr könnt eine Kiste anwarpen oder irgendwas. Aber diesen gespeicherten Wegpunkt, den ihr jetzt generiert habt, den kann keiner anwarpen. Die einzigen zwei Möglichkeiten, euch von da zu erwischen,
ist erstens, wenn jemand Combat Scanner Probes hat, die können nämlich auch Schiffe aufscannen und wenn sie die durchgescannt haben, dann könnt ihr einfach zu euch hinwarpen. Und die zweite Möglichkeit ist, derjenige, der euch weiß, dass ihr da seid, findet heraus, auf welchem Weg ihr gegangen seid. Also wir sind ja jetzt hier von Tor zu Station gegangen und geht den gleichen Weg hin und her und probiert einfach an der richtigen Stelle, also ungefähr an der gleichen Stelle, Save at Location zu klicken wie ihr auch und landet so auf eurem Grid. Das funktioniert auch. Dauert allerdings 20, 30 Mal hin und her springen. Geübte Leute können das wahrscheinlich schneller, aber ich brauche immer ewig dafür. Das heißt, wir können uns auf so einem Safe Spot so richtig sicher fühlen eigentlich, weil niemand wird diese Arbeit für einen Magnate machen. Aber wir sind schon hier im System, ist jetzt schon wieder tot, hier gibt es nichts zum Klauen. Keine Leute da. Was wir von diesen Safe Spots aus auch machen können, ist dieses gerichtete Scannen zu missbrauchen, um in die Plexe reinzugucken. Ach so, die habe ich euch noch gar nicht erklärt, ne? Wir haben hier Galente Small Outpost und Galente Medium Outpost und Large und Installations und Novice Outposts. Also alles, was so irgendwie mit Outpost oder Installation oder Compound oder so heißt. Das sind diese sogenannten Factional Warfare Plexe. Und das sind die interessanten Punkte, wo die Leute kämpfen. Hier seht ihr das: Kaldari Small, Novice, Medium, alles Outpost, Outpost, Outpost. Und hier ist auch ein System, wo wir uns ganz guten Safe Spot setzen können. Ich fliege jetzt also erstmal in den Asteroidenbelt hier. Noch besser ist, wenn ihr auf diese Outposts fliegt, weil die verschwinden ja nach einer Zeit. Und dann kann keiner mehr dieses Hin- und Her-Ding machen. So, Add Location. Muss ich ein bisschen schnell sein, weil ich schon wieder zu viel gequatscht habe. Jetzt warte ich, bis ich das alles hier in meinem grünen Kreis habe. Zack, dann erstelle ich mir einen Punkt. Und jetzt kann ich den gleich anwarpen. Erstmal gucke ich jetzt hier mit maximaler Reichweite. Hier sind ein paar Drohnen, das sind aber nur Einser, die sind nicht so interessant. Da sind die Zweier spannender. Und dann warpe ich jetzt mal auf unseren Safe Spot drauf. Guck mal, hier haben wir State Destroyer Wreck, die sind alle nicht so. Galente Frigate Wreck, wenn da Beute drin ist, das könnte sich lohnen. Minmatar Fregatte. Also alle, wo diese Rassenfregatte steht, das ist das von den Spielern. Dieser ganze State-Kram, das ist das von den Missionen hier. Wreck of Mail, was? Ja, das sieht ganz gut aus. Aber das müsste doch gerade dann am Tor gewesen sein, ne? Wenn ich das schon kenne. So, jetzt kommt hier die Stunde der Wahrheit. Ich sitze jetzt hier auf meinem Safe-Spot, wo mir nichts passieren kann, ne? Maximale Reichweite. Und jetzt kann ich einfach die linke Maustaste hier gedrückt halten auf Sachen. So. Dann habe ich hier ein paar Möglichkeiten, unter anderem auch Directional Scan. Dann dreht er praktisch selber den Scanner automatisch dahin und ich brauche hier nur alles einmal anklicken. Zack. So, und dann sehe ich schon, hier ist die Party. Hier sind drei Wracks. Das ist interessant, da kann man gleich mal reingucken. Gucken wir erstmal weiter. Hier ist auch Spaß. Hier ist eine Moa drin. Das ist ein funktionierendes Schiff. Also da sollten wir die Finger weglassen. Aufpassen. Aber hier ist zum Beispiel ein Ecolite 2. Diese Tech 2 Drohnen, die lohnen sich schon eigentlich ganz gut. Hier sind ein paar Hopgobs 1. Die sind nicht so interessant. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Small Outpost hier an. Ich warp da jetzt einfach hin. In der Zeit, wo ich warpe, stelle ich meine Range auf 1 und meinen Winkel auf volle Pulle. Das ist jetzt sozusagen die, naja, ich sag mal, defensive Benutzung meines D-Scans. Das war vorhin, war das aggressiv. Wir haben irgendwas gesucht, wo wir dann hin wollten. Und jetzt machen wir das Ganze defensiv. Ich benutze jetzt meinen D-Scan. Hier haben wir schon das erste Wrack. Allerdings ist das leer und das ist nur eine ganz normale Fregatte. Die lohnt sich jetzt nicht wirklich. Ich spring mal da rein. Ich habe die jetzt, wie gesagt, auf 360 Grad und 1 HU eingestellt. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Sekunden, wenn ich hier die scanne und ein Schiff sehe, ein paar Sekunden Zeit zu reagieren, bevor der praktisch neben mir landet. So, hier haben wir jetzt ein State Destroyer Rack. Da wird nicht so wertvolles Zeug drin sein. Aber das könnte sich lohnen. Hier haben wir eine Rifter. Das ist natürlich nur eine Fregatte. Das ist meh. Nicht so toll. Ich mache mal einen Afterburner an und lock das. Das machen wir mal. Gucken wir rein. Ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr in gelbe Wracks dran geht, deswegen haben wir das Ganze auch auf gelb gemacht. Also wenn ihr die Fracht klaut, dann seid ihr Suspects, ne? Das heißt, dann seid ihr Verdächtige. Und 15 Minuten lang kommt dann hier oben so ein Timer. 20.000, ne, das lohnt sich nicht, da raus zu klauen jetzt.
Aber hier war auch noch was Interessantes drin, ne? 20 Minuten lang können alle Spieler euch ohne Konsequenzen von Concord oder so töten. 15 Minuten. Habe ich 20 gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall 15 Minuten habt ihr dann so einen Timer. Und der erneuert sich auch. Also wenn ihr dann in der Zeit nochmal klaut, dann geht es wieder hoch auf 15 und so weiter. So, hier können wir jetzt auch mal gucken. Hier sind auch wieder einige State Frigates. Die sind nicht so interessant. Aber die beiden Minmatar Frigates, die da drin sind, die könnten interessant werden. Was ihr wirklich sucht, sind Spielerschiffe, wo noch Beute drin ist. Also keine leeren Wracks. Auch wenn wir Salvager dabei haben. Ihr könntet jetzt auch jedes Wrack salvagen. Aber das ist eigentlich nicht so interessant. Oder halt Elite Frigate Wrecks. Die bringen auch ganz gutes Geld meistens. Aber hier ist jetzt nicht wirklich was bei... Die State Frigate Wrecks haben nur Müll. Gut, dann hüpfen wir mal ins nächste System, würde ich sagen. Weil das wird so lange auch nicht mehr dauern, bis hier unser Freund auf uns aufmerksam wird. Und ein Stück von uns will. Der kann zwar in den Novice Outpost nicht rein, aber der kann an anderen bösen Stellen auf uns warten. Und das will ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen einfach auf ins nächste System. Und gucken, was wir da so erledigen können. Irgendwas stimmt heute mit meiner Stimme nicht. Ich kriege tierische Halsschmerzen durch das Reden. Das ist nicht so gut. So, jetzt sind wir hier, jetzt sehen wir wieder, ich bin irgendwo mitten in Pusemuckel im Nirgendwo. Ich warp jetzt einfach mal diesen Novice an, bereite mir wieder meinen Safe Spot vor. Wie gesagt, das Fenster hier könnt ihr öffnen, dann benennt ihr das schon mal, wie ihr wollt. Dann wartet ihr hier auf dem Submit-Button, bis ihr an der Position seid, wo ihr den Punkt haben wollt. Das ist manchmal ein bisschen verzögert, zack. So, jetzt gucken wir mal, hier ist nichts, hier ist komplett tote Hose. Steht halt immer noch maximal Range 360 Grad, ne? Das könnt ihr hier auf dem Fenster auch nochmal verifizieren, wenn ihr den großen Ball halt seht. Da dürft ihr euch nicht täuschen lassen, wenn ihr hier das auf 180 stellt und im richtigen Winkel habt, dann sieht das auch aus wie ein Ball. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Aber ist eigentlich selten, dass man da irgendwie das so verkackt, dass das durcheinander geht. Gut, jetzt wollte ich euch eigentlich hier die fette Beute zeigen, aber das ist wirklich, also zu anderen Uhrzeiten sind die Leute hier deutlich aktiver. Und dann geht hier natürlich auch mehr die Party und dementsprechend gibt es ja auch mehr Wracks. Also das ist sehr abhängig davon, zu welcher Uhrzeit ihr hier diese Tätigkeit macht, wie viel Spaß ihr habt und wie viel Einkommen ihr auch habt. Aber wie gesagt, ihr braucht null Skill dafür eigentlich. So, hier machen wir jetzt wieder die gleiche Übung wie die ganze Zeit schon. Zack, Location hinzufügen, Save. Eve ist da übrigens ganz nett zu euch. Und ich benenne die ja schon die ganze Zeit gleich, das seht ihr ja. Eve hat zum Glück eine Funktion, dass immer das mit den wenigsten Jumps ganz oben steht. Das heißt, der Safe Spot, der im aktuellen System mit euch ist, ist immer ganz oben. Das ist natürlich extrem nützlich. Oh, hier haben wir viele Hopcops 2. Hier in der Nähe ist jetzt gar nichts. Aber das lohnt sich schon mal, auf unseren Safe Spot zu gehen. So, dann die Range wieder hoch, den Winkel runter. Kurz warten, bis das Schiff da ist, weil das ist manchmal sonst ein bisschen durcheinander. So, jetzt gucken wir mal. Nein, ich will doch gar nicht dahin warpen, ich will da reingucken. Ihr seht immer, ob ihr Glück gehabt habt oder nicht, dass da so ein Kreis drumherum ist. Ne? Dann seht ihr, dass das funktioniert hat hier mit eurem D-Scan. Zack, zack. Hier sind die Hopcops. Da können wir direkt hinwarpen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Zweierdrohnen lohnen sich eigentlich immer. Außer ihr seid eh schon ziemlich voll, aber jetzt, wo heute hier das Geld so schlecht ist... Achso, ich habe die Hilfe aus Versehen aktiviert. Wo heute das Geld, das Einkommen so grottenschlecht ist, da müssen wir sogar die Drohnen mitnehmen. Ihr braucht übrigens vor den NPCs in den Plexen keine Angst haben. Die tun euch nichts, solange wie ihr die nicht angreift. Also das gilt nicht für die an den Toren, die greifen euch trotzdem an, wenn ihr von Sprungtor zu Sprungtor geht. Aber wenn ihr hier Galente Large, Medium, Small, Outpost, irgendwas hingeht, dann braucht ihr euch da nicht in die Hose zu machen, da kann euch nichts passieren. Wie gesagt, solange wie ihr die nicht angreift, ne? Sonst schießen die Jungs auch zurück. Da kennen die keinen Spaß. So, zack, Scoop to Drone Bay. Scoop to Drone Bay. Scoop to Drone Bay. Damit haben wir 3 Hobgoblins und 1,2 Millionen verdient.
Und weiter geht's, weil hier war ja nichts mehr wirklich, ne? Oder war da doch noch was? Nö. Kapsel, irgendeine Velator. Hier sind noch irgendwo drei Hobgoblins. Aber gut, die habe ich jetzt keine Lust zu suchen. Ich hoffe ja, dass wir hier nochmal fette Beute machen. Also ich kann euch sagen, ich habe gestern... Oh, stopp, stopp. Die nehmen wir. Das sind viele. Stopp. Ich habe gestern... Bin ich in ein 06-System gesprungen. Habe Glück gehabt. Bin praktisch auf eine Flotte drauf gesprungen, die gerade weggehüpft ist. Also nicht, weil sie Angst vor mir hatten, logischerweise, sondern einfach, weil die weggehüpft sind. Ach, da muss ich jetzt hier irgendwo hinworben oder was? Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Die haben aber einen Haufen Wracks hinterlassen. Da habe ich zwei Wracks leergeräumt, hatte 80 Millionen im Kofferraum und konnte nach Hause fliegen, weil ich voll war. Und das ist dann halt die Kehrseite der Medaille, ne? Jetzt haben wir hier 2,5 Millionen. Na, ich finde aber, für einen Anfänger kann sich das eigentlich auch schon mal sehen lassen. Und dafür, dass, wie gesagt, das sieht heute nicht so gut aus im Allgemeinen. So, hier muss ich jetzt ein bisschen schneller sein mit meinem Safe Spot, weil da ist die Distanz ziemlich kurz. Ihr seht, ist das Tor direkt hier. Da muss ich schon praktisch nach dem Losfliegen. So, klick. Gucken, hier ist auch nichts. Tote Hose. Feels bad, man. Zack. Auf zum nächsten System. Und die Safe Spots zu haben, ist natürlich ganz praktisch. Ihr solltet außerdem darauf achten, dass ihr das erste Mal, wenn ihr das macht, halt sehr vorsichtig seid, weil ihr habt gerade 2 Millionen für euer Schiff bezahlt und das Schiff wollt ihr erstmal bezahlt haben. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt losfliegt und findet direkt so einen 40 Millionen Container oder so, also so 10, 20 Millionen in so einem Schiff zu finden, ist nicht so selten. Vor allem, wenn da irgendwie Cap Booster dabei sind oder so. Die haben zwar auch viel Volumen, aber die sind auch einiges wert. Und je nachdem, was die Leute da aufeinander geschmissen haben, kann das durchaus mal vorkommen. Zack, wieder Safe Spot erstellen. Aber nichtsdestotrotz, die erste Runde wollt ihr dann vorsichtig machen. Wenn ihr zum Beispiel 40 Millionen zusammen habt in so einem Schiff, da ist eine Stratios, dann wollt ihr die 40 Millionen auch erstmal zum Highsec bringen und sichern. Denn dann habt ihr Geld für locker 20 neue Magnates oder Rassenfregatten jeweils, was auch immer ihr gerade fliegt. Und damit solltet ihr dann erstmal bestens versorgt sein, ne? So, hier ist jetzt auch nur Müll. Mein Gott, das ist ja unfassbar. Was ist denn hier los? Warte mal, bevor ich jetzt dahin warpe, kriege ich das nochmal angehalten? Ja. Wo bin ich? Ja, ich bin schon auf dem Weg nach da unten. Komm, das ist mir jetzt zu blöd, ehrlich. Wir fliegen jetzt wieder hier runter. Ist zwar jetzt ein bisschen hin und her, aber ist ja grauenhaft. Okay, da ist nichts los, aber hier ist vielleicht was los. So, Pyne Castor ist auch immer relativ vielversprechend eigentlich. Bis hier Tama, wo wir vorhin gestorben sind. Da. Tack. Und dann springen wir jetzt erstmal ein bis zwei Systeme weiter, weil ich glaube, durch Renal-Dingens sind wir sowieso hier hingekommen. Dann brauche ich da eh nicht mehr gucken. Das sehen wir jetzt gleich, ob ich da einen Safe-Spot habe oder nicht. Die Dinger erstellt ihr natürlich nur einmal. Die bleiben ewig, also die verschwinden nicht oder so. Das heißt, ihr solltet auch immer in einer relativ gleichen Region bleiben. Erstmal pisst ihr dann die ganze Zeit auf die gleichen Leute. Zweitens behaltet ihr eure Safe Spots und drittens erkennt ihr euch dann auch irgendwann aus. Habt ihr gerade schon gehört, Pyne Castor ist in der Regel viel los und so. Das ist einfach Erfahrung, die man so über Zeit sammelt, ne? Und je nachdem, welcher FW Lowsec da bei euch in der Nähe ist, ist da halt mal mehr, mal weniger los. Ich habe festgestellt, dass vor allem auch in der Amar-Ecke da unten, hier in dem Bereich war das ja irgendwo, ich glaube hier, die Ecke hier ist auch immer ziemlich viel los. Genau.
Oblique Lens. Habe ich jetzt Glück gehabt, ne? Wäre jetzt peinlich gewesen, wenn da gar kein FW-Space ist. Achso, ja genau, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, hier waren wir vorhin auch schon. Das ist halt ein Fregattenwrack, das lohnt sich nicht wirklich zu salvagen. Wenn da Zeug drin wäre, dann hätten wir da auf jeden Fall reingeguckt, aber so. Ihr könnt da am Anfang eure eigenen Erfahrungen sammeln. Versucht einfach alles zu salvagen, was ihr kriegen könnt und gut ist. Unser Schiff haben wir schon mal bezahlt. Und es ist einfach ein totaler Scheißabend. Ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, weil es ist genau die Nacht von Sonntag zu Montag. Und wir haben schon mitten in der Nacht. Das heißt, viele Leute sind müssen arbeiten, sind daher im Bett. Viele Leute sind, selbst wenn sie nicht arbeiten müssen, morgen, also Montag, schon im Bett, weil es einfach spät ist in Europa. Viele Amis sind noch gar nicht am PC. Ja, leider habe ich mir hier die falsche Zeit ausgesucht, um das aufzunehmen. Was ist denn hier los? Ob wir die finden? Ich mache das jetzt hier vom Gate aus, das ist natürlich nicht ungefährlich. Aber noch habe ich eine halbe Minute Zeit, mich zu cloaken. Also Zeit, in der ich getarnt bin. So, die scannen das. 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 Okay, das. Die Wracks sind also nirgendwo, wo wir hin können. Ihr müsst natürlich immer bedenken, es gibt auch noch hier diese Sites, die man aufscannen muss und so. Das heißt, nur weil ihr die Wracks auf dem D-Scan seht, heißt das nicht zwangsläufig auch, dass ihr die erreichen könnt. Es kann euch also auch sowas hier passieren. Das ist natürlich nicht so gut. Gucken wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir ja den großen Jackpot noch. Ich wollte nicht, dass das Video jetzt so lang wird, aber wir haben ja im Prinzip von der Technik her, von der Theorie her alles erklärt. Und dementsprechend können die Leute, die nur die Theorie wissen wollten, jetzt schon mal abschalten. Und die, die noch Spaß hier am Spiel haben, die gucken weiter zu. Ansonsten, was haben wir denn hier? Oh Gott, wieder so ein Riesensystem. Aber hier haben wir schon einen Safe Spot, guck mal hier, den können wir direkt anwerben. Achso, wir sind in der Meile. Ja, okay. Das ist dann kein Wunder, dass ich da einen Safe Spot habe. So. Sehen, was uns jetzt hier erwartet. Oh, hier, das wollen wir haben. Galente Advanced Destroyer. Da wollen wir dran. Jetzt wird's interessant. Bitte, bitte, bitte habt eure Beute da drin gelassen. Und lasst mich da dran, ohne dass da jetzt irgendwie ein anderes Schiff neben steht oder so. Armada Destroyer, das sieht auch schon... Ah, hier sind zwei Schiffe drin, drei Schiffe drin. Das ist keine gute Idee, da jetzt reinzuspringen. Auf gar keinen Fall. Advanced Destroyer, hier geht es ab. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Das ist natürlich jetzt richtig gefährlich, ne? Deswegen hier wieder in den Defensivmodus umschalten, sozusagen. Ein AU und Dingensbummens. Das Fenster mal zumachen, solange. Hier sind Echo Light 1, die brauchen wir nicht. Und hier sind ein Haufen leere Destroyer, aber hier in der Corsa ist noch was drin. Ich hoffe, da ist irgendwas Sinnvolles drin. Advanced Destroyer, da sind sie. Und hier ist noch ein voller Elite Frigate. Das könnte sich lohnen. Ist der Nachteil am Micro Warp Drive. Ja, super, hier 1,5 Millionen nehmen wir. Hier gucken wir auch nochmal rein. 349.000, ja gut, von mir aus nehmen wir die auch noch. Oh, die Jungs kommen. Schnell weg. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Aber 78 Kilometer, das sollte passen. Hier, das Wrack hier. Safe. Achso, ja. Ah, das geht sowieso nicht. Ich lande sowieso da auf dem Gate. Ja, jetzt haben wir natürlich... Seht ihr, das meine ich mit dem Spaßfaktor. Weil, also meine Aufgabe ist es jetzt praktisch vor den Leuten zu flüchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die die Jungs da gekillt haben, ist relativ hoch. Guck mal, hier haben wir noch ein Goristas Executioner Rack und eine Claw, die uns hinterher springt. Die springt aber weg, das ist sehr gut. Ach, da kommt noch mehr durchs Gate, ich will jetzt nicht vom Gate weg. Erstmal gucken, was da kommt.
die fliegt auf mich zu. Doch nicht. Hä? Hat die sich jetzt getarnt? Sah so aus, ne? Ich springe einfach mal wieder auf unseren Safe Spot. Das ist mir jetzt zu gefährlich, an dieses Wrack hier dran zu gehen. So, also was ich sagen wollte ist, jetzt ist natürlich hier der Spaß gegeben. Also die beiden Jungs wollen mich töten. Ich will nicht, dass die beiden Jungs mich töten. Ich will aber weiter mein Zeug da klauen. Und dieser Konflikt führt dazu, dass das jetzt ein bisschen Katz-und-Maus-mäßig hier ist. Was haben wir jetzt? 1,8 Millionen hier und 2,5. Naja, das ist immer noch ziemlich mies von der Ausbeute her. Aber ich guck mal, in welchem Ding die jetzt hier drin sind. Die beiden lustigen. Wo war das denn? Scheiße, ja, da muss man sich natürlich merken, Vince, ne? So, hier sind auch ganz viele Wracks. Aber hier sind unsere beiden Freunde nicht. Das ist, glaube ich, das, wo die vorher drin waren. Wo sind sie, die Freunde? Da. Genau. So. Und hier waren die anderen? Nein, hier waren die anderen Wracks. Ach nee, das ist dann doch das, wo ich gerade schon war. Dann warten wir da jetzt wieder hin. Machen das wieder auf 1 AU. So, und wenn die Leute zu euch reinwarpen, ist es natürlich am besten, ihr warpt direkt zu eurem Safe Spot. Ich klicke immer das an, was ich hier gerade so zuerst finde. Ich predige immer nicht nervös zu sein und am Ende bin ich dann doch selbst nervös. Oh ja, ich kann nicht dahin warpen. Ne? So. Ihr wisst, was ich meine. Da müssen wir das Ding jetzt hier unslowboaten, aber das geht ja relativ schnell. Weil, wie gesagt, die Magnate ist eigentlich ganz zügig unterwegs. Ist natürlich nur schade, weil unsere Freunde werden mich garantiert schon wieder auf dem D-Scan sehen. Und auch schon wieder ausscannen. Und vermutlich auch auf dem Weg sein zu uns. Ja, das sind mir zu viele Wracks, die ich hier sehe. Ich stelle das mal um. So, jetzt sehe ich nämlich nur noch die Schiffe. Mein Gott, das dauert ja Ewigkeiten, bis ich da bin. Hoffentlich lohnt sich das wenigstens. War 5 AU. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Ach komm, zwei Drittel haben wir schon geschafft. Irgendwas rund 300 Kilometer oder so waren das, ne? Das kriegen wir schon. Da muss ich gleich schon mal den Micro-Warp Drive rechtzeitig ausmachen, weil sonst knallen wir da wieder voll dran vorbei. So, das ist jetzt die letzte Runde, die das Ding sich drehen darf hier. Die beiden kommen zum Glück nicht mehr spielen, bisher zumindest. Locken, weil das eine Elite-Frigate, die möchte ich dann auch ganz gerne salvagen gleich. Sofern mir die Möglichkeit dazu gegeben wird. Scheiße. Mäh, das hat sich gar nicht gelohnt. 2,2 Millionen. 2,5 in Drohnen. Ecolite 1 lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Salvaging Attempt failed this time. Ja, diese Elite Frigate Wrecks zu salvagen, das kann auch teilweise echt zeitaufwendig sein. Aber ich fühle mich hier relativ sicher. Ich muss nur mal einen Salvager ausschalten, weil der Cap so langsam zur Neige geht. Und wahrscheinlich dann gleich auch noch einen zweiten ausschalten. Aber das lohnt sich. Wir nicht. Komm schon, Spiele, mach's nicht so spannend.
Die restlichen Wracks sind alle leer. Die Spieler sind heute halt total geizig. Ne? Normalerweise findet ihr halt solche Sachen hier, findet ihr öfters und dann sind halt alle Wracks noch voll. Die lassen ihre Ausrüstung fallen. Und da macht ihr halt richtig Geld mit. Heute ist das tragischerweise nicht der Fall. Alle Geizkragen online. Vielleicht ist das auch gerade, weil vielleicht noch deutsche Spieler online sind. Und die Deutschen, die sind alles Schwaben online hier. Ist natürlich nur Spaß. Ich möchte ja niemanden diskriminieren, aber wissen ja, die Schwaben sind alle geizig. Oh, da liegt noch ein ETIP für 3000 Disk. Ich muss das mitnehmen. Aber das spricht ja dann eigentlich schon wieder nicht für Schwaben, weil die 3 Cap-Booster waren ja noch da drin. Ja, alles nur Spaß, liebe Schwaben. Ich habe euch alle lieb. Ich habe alle gleich lieb. Boah, wir haben immer noch nichts aus diesem Dreckswrack rausgeholt, ne? Schrecklich. Aber wenigstens bin ich mit 2 Salvagern einigermaßen Cap-stabil anscheinend. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das macht mich auch ein bisschen ungeduldig hier. Na gut, das ist halt Eve, ne? Deswegen sage ich Salvaging Skill auf 3. Also meiner ist auf 3 und das dauert trotzdem so lange. Dann seht ihr mal, was hier los ist, ne? Leider kriegt man als Alpha den Skill nicht höher als 3. Sodass ich euch da keine Hoffnung machen kann, dass es noch. Ihr könnt Rigs in euer Schiff einbauen, ist aber meiner Meinung nach totale Geldverschwendung. Weil die machen euch auch gleichzeitig langsamer und ihr seht ja, wie schnell das hier geht, wenn irgendeiner auf euch drauf springt, dass ihr dann tot seid. Ist das vielleicht nicht ganz so eine gute Idee? Entschuldigung, dass ich hier ständig was trinke. Mache ich ja normalerweise nicht, aber irgendwie habe ich wirklich Halsschmerzen. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Jetzt haben wir hier 32.000 aus dem Wrack rausgeholt. Das war ja lächerlich. Lächerlich. So, jetzt sitzen die beiden Dudes natürlich genau in dem Ding drin, wo ich rein will, ne? Hier sitzen sie anscheinend nicht, weil die Wracks. Moment. Da sitzen die. Ach so, jetzt habe ich wieder beide Outposts hier auf einmal drin. Und das war daneben. Die sitzen da. So, da sind unsere Wracks, wo wir gerade waren. Was haben wir denn hier noch? Hier war doch irgendwo noch einer, wo Wracks waren. Nö, haben sie das echt gesalvaged, die Deppen? Schweine. Okay, dann springen wir weiter. In der Meiler, wo eigentlich die Hölle los ist und hier ist einfach so tote Hose. Peinlich, peinlich. Knapp 5 Millionen. Puh. Schlechte Ausbeute. Sehr, sehr schlechte Ausbeute. Aber immer noch besser als mit der Venture Miner zu gehen, glaube ich. Also außer man macht hier Gas oder sehr wertvolles Eis im Nullsec oder so. Aber ich glaube, wenn ihr nur im Highsec. So, ich weiß, warum ich keine Wracks mehr sehe, ich Idiot. Ah, der. Außer ihr macht im. Also wenn ihr im Highsec komplett ohne Risiko irgendwas minert, dann kommt da glaube ich so viel Geld nicht raus, wenn ihr mit Alpha Skills das macht. Allerdings habe ich mit Mining auch nicht so viel Erfahrung. Ich weiß, dass die Level 1 Missions irgendwie so 20.000, 30.000 pro Mission bringen. Und ihr, wenn ich 5 bis 10 Minuten für eine Mission braucht, wenn ich nicht übertreibe, da ist das natürlich hier trotzdem besser, auch wenn das hier ein mieser Tag ist, ne? Weil wir müssten jetzt so ungefähr seit einer halben Stunde im Weltall sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht, dass das Video seit einer halben Stunde geht, sondern dass wir seit einer halben Stunde unterwegs sind mit dem zweiten Schiff, nachdem das erste zerstört wurde. Und in einer halben Stunde 5 Millionen ist besser als in einer halben Stunde 100.000 durch Level 1 Missionen. Insofern, meh.
Aber ich kann euch sagen, ihr könnt ihr noch weit, weit mehr finden als das, was ich hier gerade finde. Ich muss nur irgendwann das Video auch nochmal beenden. Also ich werde jetzt nicht auf ewig hier rumfliegen und suchen, dann ist das Video 10 Stunden lang und ich brauche 5 Tage, um es hochzuladen. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch den Timer, der läuft noch 3 Minuten 40, weil wir ja vorhin geklaut haben. Hier sind noch ein paar Hobgoblin 2. Oh, hier Federation Navy, die sind auch gut. Integrated sind auch gut. Hier liegt ein bisschen Zeug rum, das könnte sich nochmal lohnen. Mal gucken, ob wir das finden. Das könnte sich lohnen. Hier ist auch nicht viel im Local los, sehe ich gerade. Mal schauen. Weil diese Integrated und Navy-Drohnen, die werden ja eher von Mission Runnern benutzt. Ah, hier geht die Party. Ich glaube, darauf bin ich schon mal reingefallen heute. Habe ich nämlich auch hier drauf geguckt und hier waren die gar nicht drin. Im ersten Anlauf, meine ich. Könnte sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir werden es gleich wissen. Ich springe da nämlich jetzt mal eben rein. Schiffstechnisch scheint hier ja nichts zu sein. Also wenn wir jetzt hier diese Integrated Ogre und den ganzen Mist finden, dann sind wir gut dabei. Tun wir aber nicht. Tja, dann sind die irgendwo hier, weiß ich nicht. In irgendeiner Mission, die hier in der Nähe war, wahrscheinlich. Und jetzt nicht mehr hier ist. Ja gut, dann können wir gleich zum Gate jumpen. Castor. Ja, hier ist eigentlich an den Gates immer relativ viel los. Gucken wir mal am Hiri Gate. Hier ist auch komplett tote Hose, ne? Normalerweise ist das hier Dreh- und Angelpunkt für weiß ich wie viele Fleets. Und hier ist einfach ich und zwei andere Leute im Local. Auch hier drei Leute. Er fliegt mit der Merlin rum. Guter Dude. Hornets brauchen wir nicht. Hier haben wir noch keinen Safe Spot. Dann kann ich euch das vielleicht nochmal kurz in Erinnerung rufen. Ich warp mal hier Dingens an. So, safe. Ist natürlich kein Ball mehr da. Da muss man dann mal ein bisschen gucken, dass man einen guten Punkt erwischt. Ist da nix? Nix. Also ja, EC300 habe ich auch gesehen, aber die sind es einfach nicht wert. Die 6000, die Dinger kosten oder was das ist. Nix. Nix. Müll. Kedama. Ja, und danach sind wir dann auch schon wieder in Tama. Dann gucken wir noch einmal in Tama rum. Vielleicht kann ich sogar mein eigenes Wrack salvagen. Und dann docke ich da an und dann ist, denke ich mal, auch gut. Ihr wisst, ihr solltet zumindest wissen, wie es funktioniert. Es ist halt Glückssache, ne? Mal kriegt ihr was und mal kriegt ihr so wie heute überhaupt nichts. Und das ist den ganzen Abend schon so. Wie gesagt, ich habe es vor 2, 3 Stunden schon mal probiert. Da war es schon scheiße und jetzt ist es irgendwie immer noch scheiße. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Das ist wieder so ein totales Kacksystem, um sich hier einen Safe Spot zu erstellen. Weil es so riesengroß ist. Tralalalala. So. Oh ja, mal Hopgobs. Tractor Unit, irgendwer ist hier Mission Running mäßig unterwegs. Claw. Meh. Hier sind mir zu viele böse Jungs unterwegs.
Karma. Vor der Station haben sie ja so ein Ding hingelegt. Also wenn ich das schaffe, in dem Undock-Bereich von der Station zu bleiben, dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Ich weiß halt nicht, ob ich das schaffe, schnell genug zu salvagen. So, komm, spring. Hüpf. So viel zum Thema mal eben ein Eve-Tutorial machen, habe ich mir gedacht heute. Habe ich den halben Tag daran gesessen, den Mist hier vorzubereiten, und jetzt sitze ich seit 3 Stunden hier und versuche den Mist aufzunehmen. Mal eben ein Eve-Tutorial. So. Safe-Spot habe ich nicht. Hey, warum habe ich in Tama kein Safe? Das für ein Dreck. Warum sind die ganzen Dinger hier an dem Mond? Verstehe ich auch nicht. So, brauchen wir mal dahin. Tschu. Zack. Was gibt's denn hier? Oh, hier, Advanced Destroyer Brick. Nice. Oh, das war sehr deutsch ausgesprochen, ne? Ich werde auch müde so langsam. So, gehen wir mal auf unseren Safe Spot. Ich guck mal, ob ich diese Destroyer Rex finde. Das wäre sehr schön. Letzte Hoffnung für heute hier. Der letzte Strohhalm. So, da war ich ja gerade. Da wird wohl nichts sein. Jawohl. Sind da Schiffe bei? Oh nein. Sehr gut. Und hier sind noch ein paar Drohnen. Wunderbar, aber ich möchte erstmal hier hin. Gucken, was die da wieder für eine Action gemacht haben. Am Novice Compound auch noch. Oh, oh. Ich hoffe, dass die auch da sind und nicht irgendwo anders. Weil in den Novice kommen die eigentlich gar nicht rein mit dem Destroyer. Ich glaube, da kommen nur T1 Fregatten rein. Oh. 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 Schnell hier den Defensivmodus. Vince wird schon wieder nervös. Stell das Ganze mal um auf PvP, damit ich nur noch Schiffe sehe. 1,6 Millionen nehmen wir. Das ist nur eine normale Fregatte. Ach scheiße, ey, der komplette Rest ist ausgeräumt. Was ist hier in dem Cargo-Container noch drin? 409.000, naja. Salvage haben wir auch noch gekriegt, ist hier Advanced Cruiser. Müssen wir doch gleich die Drohnen holen gehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, ja, ich will auch nichts finden. Bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, ich kann das relativ entspannen. Ich will das doch nicht sehen. Ah nein, das sind nur die ganzen Posten und so hier von dem Mond. Alles nicht so wild. War das hier unten, waren die Drohnen, glaube ich, ne? Successfully salvaged. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 7 Millionen. So, was haben wir denn hier noch? Elite Frigate. Frigate, Battlecruiser, der könnte sich auch lohnen. Ach ne, das ist eine Gnosis gewesen. Wenn hier schon Govonis steht. Govonosis. Na seht ihr, dann hat sich das am Ende ja doch noch einigermaßen gelohnt. Ist zwar nicht schön, aber mein Gott. Also, ihr wisst ja, ich bin immer ganz offen und ehrlich mit meinen Zuschauern. Das ist jetzt keine gute Ausbeute, die wir gemacht haben. Wir sind jetzt bei rund 10 Millionen, 7,8 hier und 2,5, sogar bei über 10 Millionen mittlerweile schon. Oh, 14,1. Seht ihr? Seht ihr, was ich meine? Na? Also, jetzt sind wir schon bei 16, bei fast 20 Millionen.
Es ist keine super gute Ausbeute, die wir jetzt heute hier in dem Tutorial gemacht haben, aber ich habe euch gezeigt, wie ist es live. Und ihr habt jetzt mal gesehen, wie sieht es aus, wenn es nicht so gut läuft. Es lief jetzt auch nicht besonders schlecht, es hätte schlimmer kommen können. Wir hätten auch 5-mal nacheinander sterben können. Sind wir zum Glück nicht. Aber es ist auch nicht gut gelaufen. Und so habt ihr jetzt einen realistischen Eindruck davon gewonnen, wie sich das hier ausgeht. Also ihr seht, es ist viel Rumfliegerei, es ist auch Weglaufen und ne, alle möglichen Facetten und Aspekte. Und ich würde sagen, insgesamt macht das mehr Spaß, als wenn ich abdocke, in den nächsten Belt fliege, Asteroiden anwähle, Mining Laser anmache, Monitor ausschalte, Essen kochen gehe. Finde ich zumindest, ist mein Geschmack. Ja, und auch jetzt ist meine Beute noch nicht sicher. Ne? Ich habe sie hier im Kofferraum und bin im Lowsec. Dementsprechend laufe ich auch eventuell Gefahr, dass mich hier jemand immer noch töten möchte. Ihr habt ja gerade gesehen, an der Station wurde ich hier gerade sogar benutzt und vergewaltigt. Und die Jungs sind auch immer noch da. Das heißt, die werden wohl auch versuchen, mich hier nach wie vor umzubringen. Ach, wir haben... Ja, jetzt sind wir schon bei 20 Millionen. Gucken, da können wir hier die Comet gleich noch mitnehmen. Oh, ich muss mal einen Salvager ausmachen, sonst haben wir gleich wieder keinen Cap mehr. Comet Vomit. Und das ist noch nicht mal, dass wir den ganzen Kram hier gekriegt haben, ne? Wenn wir den Inhalt... Also manchmal habt ihr echt Glück, dann habt ihr das Flotten vor euch herfliegen. Und ihr dann einfach die Flotten ausräumen könnt. Das ist natürlich extrem praktisch. Aber es kommt selten vor. Öfter habt ihr das, dass die Leute das einfach liegen lassen. Und das ist denen dann auch relativ egal. Gut, aber ich würde sagen, das reicht hier zur Demonstration. Wir haben heute, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir haben heute gelernt, wie man mit, ja, wie soll ich das sagen, Ninja Salvaging im Lowsec sein Geld verdienen kann. Welche Schiffe wir dazu benutzen. Zusätzlich haben wir ein paar Praktiken gelernt, nämlich den D-Scan zu benutzen und Safe Spots zu setzen. Und... Ja, ich würde sagen, wir haben gesehen, wie es läuft, wenn es nicht ganz so gut läuft. Aber trotzdem knapp 21 Millionen mittlerweile im Cargo. Plus immer noch die 2,5 Millionen für die Drohnen. Dürft ihr nicht vergessen. In dem anderen Plex wären ja jetzt auch noch die Drohnen für uns drin gewesen. Die könnte man mit Sicherheit auch noch machen. Hier haben wir jetzt noch eine Elite-Frigate, aber die ist mir zu weit weg. Da bin ich jetzt einfach zu faul zu. Ich werde jetzt einfach hier in Tama docken. Und meine Ladung sichern, denn wenn die auf der Station ist, ist die ja erstmal sicher. Die hole ich dann später ab. Und dementsprechend könnt ihr also meine 21 Millionen plus 22,5, also sagen wir mal knapp 25 Millionen, weil ich habe ja vorher auch schon mal auf und wir runden hier gerne auf, meine 25 Millionen sozusagen als gesichert ansehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne in den Kommentaren eure Rückmeldung da, wie euch das Video gefallen hat. Also wenn ihr einfach nur Daumen runter macht, das ist immer ein schlechtes Feedback. Schreibt ruhig da rein, das und das hat mir nicht gefallen, das und das hat mir vielleicht gut gefallen. Ich freue mich natürlich über Daumen runter, Daumen hoch auch. Auch positive Kommentare sind gerne gesehen. Kritik und Rückmeldung immer gerne gesehen. Diskussionen, Fragen und so könnt ihr mir gerne stellen. Ihr könnt auch diesen Charakter hier gerne in-game anschreiben. Hier oben steht der Name S-U-N-Y, Leerzeichen T-A-E-T-E-R, Sanitäter. Und ja, könnt mich gerne kontaktieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten, wenn ihr noch keinen EVE-Account habt und euch einen erstellen möchtet, dann bitte ich euch unten auf den Link zu klicken. Ihr unterstützt euch selber mit, ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendwie die Belohnung geändert, aber auf jeden Fall unterstützt ihr euch selber und mich. Und damit wünsche ich euch allen alles Gute. Ich bin der Vince. Und ciao.